Guten Morgen, wir haben diese Nacht sicher überlebt, haben aber gefroren wie Sau, weil wir haben zwar Decken dabei, aber das sind hier nur so dünne Lappen und die halten überhaupt nicht warm und deswegen gehen wir jetzt direkt nach Venedig und kaufen uns Decken. Wir haben gefrühstückt, unser Zeug eingepackt und sind jetzt auf dem Weg nach Venedig und hoffen, dass wir dort überhaupt, ja, und hoffen, dass es dort schön wird und viel zu sehen gibt und nicht allzu viele Menschen da sein werden. Es sind jetzt schon so viele Menschen zum Bus unterwegs. Es wird wahrscheinlich rappelvoll. Wir sind auf der Insel und wie erwartet ist es rappelvoll. Wir sind jetzt schon den ganzen Tag, also ganzen Vormittag und teilweise Nachmittag in Venedig unterwegs, haben da auf der Terrasse auch gerade lecker 4-Käse-Pizza gegessen. Und ja, also der erste Eindruck nach einem Tag Venedig ist irgendwie, es wiederholt sich recht schnell. Also wenn man dann die Kanäle mal gesehen hat und die Gassen und die Brücken, dann sieht man auch nicht so viel Neues, kommt man halt um die Ecke und denkt sich, oh, wieder ein Kanal, oh, wieder ein schönes Brückchen, oh, guck mal, da fährt schon wieder eine Gondel vorbei. Aber es ist trotzdem schön und was uns auch echt gut gefällt, ist, dass das alles ein bisschen abgeranzt und runtergekommen hier ist. Ist eigentlich, hat seinen Charme. Und ja, schauen wir uns noch ein bisschen mehr Venedig an und dann geht's später heute Abend wieder zurück zum Zeltplatz. Wir sind wieder auf Venedig Festland, zurück auf dem Weg zum Campingplatz und es pisst einfach wie Sau. Und der Himmel ist grau und es ist donnert und es ist einfach so ein richtig schönes Sommergewitter. Wir sind am Zeltplatz und wir sind nicht ertrunken und auch fast nicht nass. Meine Hose zum Beispiel, die hatte nur mal so eine Farbe und ist jetzt halt dunkelblau statt hellblau. Und ja, meine Füße sind Schwämme. Aber ansonsten sind wir trocken. Juhu. Und da ist unser Bungalow. Ich stehe gerade im Regen, es pisst wie Sau. Aber unter meinem Schirm ist es fast trocken. Und hier koche ich unser Essen. Und hier sind meine Hausschuhe und die sind durchgesifft. Aber ich glaube, ihr seht sie eh nicht, weil es schon auch dunkel wird. Und ja, hier Essen, hier Kilian, hier Regen und Unwetter. Hier Kilian, hier Regenschirm. Und es ist auch ein bisschen frisch.